Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht heute natürlich wieder um Ihr Gehirn, und zwar um den Beitrag experimenteller Forschungen zu dem, was man metaphorische Bedeutung nennt. Sie wissen, wir verwenden Metaphern, also Sprache im übertragenen Sinne, ganz häufig. Eine Beziehung läuft unrund, irgendeine Situation ist cool, ja, oder es wird einem irgendwie zu heiß, oder wir haben auch schon gesehen, jemand hat eine reine Weste oder Dreck am Stecken. Und das Ganze hat nicht nur ganz konkrete Bedeutungen, es hat eben auch übertragende Bedeutungen. Und die verwenden wir dauernd und kennen uns damit auch sofort in einem Bereich gut aus. Wir erschlagen damit oft eine ganz größere Sache, die wir sonst mit vielen Worten belegen müssten. Wir sind also effizient, schnell und sehr am Punkt. Wie kommt es eigentlich, dass wir Metaphern so verwenden? Und auch wie kommt es, dass wir Metaphern, dass die so unmittelbar einleuchten? Nun, betrachten wir mal ein wichtiges Beispiel, nämlich das von Wärme und Kälte. Wir beziehen Wärme und Kälte keineswegs nur auf Grad Celsius, ja, sondern wir beziehen Wärme und Kälte ja vor allem auch auf andere Menschen. Jemand ist kalt. Gefühlskalt oder sein eiskalter Blick lässt uns eine Gänsehaut den Rücken herunterlaufen. Dann fühlen wir uns auch wieder warm aufgehoben. Wir fühlen uns angenehm, kuschelig in einer bestimmten sozialen Situation. Das heißt, wir übertragen Wärme und Kälte von dem physikalischen Bereich in den sozialen Bereich. Und das geht offensichtlich ganz einfach und ganz schnell und das liegt auch irgendwie nahe. Wie nahe das liegt, das hat jetzt eine Reihe von Studien sehr klar gezeigt. Wie macht man solche Studien? Nun, wie üblich bittet man wieder die Versuchspersonen einzeln ins Labor. Und in dem Fall war es dann so, dass sie erstmal einfach eine Situation beschreiben sollten, die sie selbst erlebt haben. Und die eine soziale Ablehnung beinhaltete. Also wie sie zum Beispiel aus einem Verein ausgeschlossen wurden oder wie man zusammen gespielt hat, vielleicht als Kind. Und die anderen wollten nicht, dass man mitspielt. Irgendetwas, wo man ja soziale Kälte empfunden hat. Die andere Gruppe, die sollte eine Situation beschreiben, wo sie soziale Wärme empfunden hat. Wo sie also ja, aufgehoben war, wo es ihr gut ging, wo die anderen dabei waren, wo es Spaß gemacht hat in der Gruppe. Irgendetwas Persönliches, was einem sehr daran erinnert hat. Und dann sagte man zu der Gruppe, passt mal auf, wir machen jetzt Marktforschung. Ihr sollt mal sagen, wie euch die Produkte gefallen. Auf einer Skala von 1 bis 7 zum Beispiel, wie attraktiv findet ihr die folgenden Produkte? Und wir schauen uns das mal an. Hier haben wir die blauen Säulen, soziale Ablehnung, blau, Kälte, ja, und gelblich, soziale Annahme, also eine sozial warme Situation. Und jetzt schauen wir uns mal an, bei den Crackern, beim Apfel oder beim Cola, da gab es keinen Unterschied im Hinblick auf die Erwünschtheit dieser Produkte. Beim warmen Kaffee, bei der warmen Suppe aber, gab es einen Unterschied. Nämlich diejenigen, die eine Situation sozialer Ablehnung zuvor beschrieben haben, die fanden das warme Getränk oder die warme Speise signifikant, das sagt dieses kleine Sternchen hier, also statistisch bedeutsam, signifikant attraktiver, angenehmer als diejenigen, die gerade soziale Wärme sozusagen schon erfahren haben und kein warmes Produkt deswegen brauchen, um sich noch extra aufzuwärmen. Also es scheint so, nach dieser Untersuchung, dass soziale Wärme und soziale Kälte tatsächlich mit realer Wärme und realer Kälte, so wie es körperlich gefühlt wird, in Zusammenhang steht und ähnliche Effekte hat. Kann man das noch auf andere Weise nachweisen? Und geht der Effekt auch in die andere Richtung? Ja, man kann. Wissenschaftler haben Folgendes gemacht. Eine Untersuchung, die ist so simpel, dass man sich wundert, dass sie nicht schon längst gemacht worden ist. Sie geht so. Der Wissenschaftler hat eine Tasse Kaffee in der Hand und die gibt er der Versuchsperson und sagt einfach nur, halt mal kurz. Der Kaffee ist entweder warm oder kalt. Während die Versuchsperson die Tasse Kaffee hält, sagt dann der Wissenschaftler, sag mal, die Person, die da reinkommt, wie findest du die da? Und jetzt muss die Versuchsperson
die andere Person beschreiben. Und das Interessante ist, wer warmen Kaffee in der Hand hält, der beschreibt die Person eher wärmer. Ist auch interessant, viele Begriffe zur Beschreibung von Personen haben mit Wärme und Kälte was zu tun. Und diese werden eher verwendet, wenn ich sozusagen vorgebahnt bin durch das Anfassen des warmen Kaffees. Und wenn ich einen kalten Kaffee in der Hand habe, habe ich eher kalte Begriffe im Kopf, habe ich Kälte sozusagen im Kopf. Und weil das Gehirn, wir haben das öfters schon sehr ausführlich hier besprochen im Rahmen dieser Sendung, weil das Gehirn zwar einerseits modular aufgebaut ist, also einzelne Zentren für die Verarbeitung einzelner Aspekte der Umwelt hat, weil aber andererseits diese Module ganz heftig miteinander vernetzt sind, ist das so, dass dass die Module durchaus Einfluss aufeinander haben können in einer Weise, die man zunächst nicht glaubt. Dass also das tatsächliche Empfinden, wenn Sie so wollen, die körperliche Empfindung von kalt oder warm durchschlägt bis hin zu semantischen Bereichen, Bedeutungsbereichen und dann eben auch entsprechende Wörter mit entsprechender Bedeutung näher liegen. Ja? Die Beispiele, was soll ich dir vom Metzger mitbringen, das ist mir Wurst, die Bahn erhöht die Preise, kein schöner Zug von ihr, die hatten wir schon. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, wer an den Metzger denkt, der denkt auch schon an die Wurst und wer an die Bahn denkt, der denkt auch schon an den Zug und deswegen sagt man nicht, das ist mir egal. Oder das ist aber keine nette Geste, man nimmt die Wurst und nimmt den Zug, weil im Kopf die Sache sozusagen schon fast präsent ist, schon fast aktiviert ist. Und genauso durch die warme Kaffeetasse sind die warmen Wörter auch schon voraktiviert und werden mit größerer Wahrscheinlichkeit verwendet. Und durch die kalte Kaffeetasse sind die kalten Wörter voraktiviert und werden auch mit größerer Wahrscheinlichkeit verwendet. Es geht also nochmal in beide Richtungen, was nebenbei auch daran liegt, dass die Verbindungen zwischen Gehirnmodulen eben auch in beide Richtungen gehen. Es ist nicht so, dass Modul 1, Modul 2 was sagt und basta. Es ist vielmehr so, dass wenn Modul 1, Modul 2 was sagt, also wenn da Fasern rübergehen, dann gehen auch Fasern wieder zurück. Das heißt, die unterhalten sich dauernd, sodass die Effekte in beide Richtungen gehen. Ein sehr schönes Experiment, um das nochmal nachzuweisen, haben wieder Wissenschaftler vor kurzem publiziert. Und das ist auch sehr, sehr einfach. Geht ein bisschen so wie das erste Experiment, aber eben auch wieder ein bisschen anders. Man bittet die Versuchsperson wieder ins psychologische Labor und dann müssen sie wieder einzeln eine Situation beschreiben von sozialer Ablehnung oder sozialem Aufgehobensein. Danach, und das ist eine nette Cover-Story, die man in solchen Experimenten manchmal macht, kommt eben einer so im Blaumann rein und fragt, sagt mal, ich muss hier die Heizung richten. Wie finden Sie es denn so? Sagen Sie mal, wie warm ist es hier so nach Ihrem Empfinden? Wer gerade eine Situation sozialer Ablehnung geschildert hat, beschrieben hat, der schätzt die Zimmertemperatur deutlich kälter ein als jemand, der gerade eine Situation sozialer Annahme geschildert hat. Der Effekt macht etwa 2,5 Grad aus. Das ist gar nicht wenig, wie wir gleich sehen werden. Das ist wieder interessant. Hier geht es ja um die Abschätzung von Grad Celsius, also von physikalischer Raumtemperatur. Aber je nachdem, wie ich mich sozial eingebettet oder eben nicht eingebettet gefühlt habe, schätze ich die Raumtemperatur doch deutlich unterschiedlich. Ein Effekt, man könnte sagen 2,5 Grad, das ist ja nicht viel. Wie viel das wirklich ist oder wie viel das ausmachen könnte, das Folgende ist mit Augenzwinkern zu genießen, aber das darf auch mal sein. Schauen wir uns mal hier an. Es ist bekannt, und wer es nicht glaubt, findet diese Daten im Internet, dass die Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad die Energiekosten um 6% senkt. 2,5 Grad entsprechen also 15% Energiekosten. Energiekosten je Haushalt betragen 267 Euro derzeit. Mit anderen Worten, wenn man dann die 15% umrechnet und das Ganze mit 12 Monaten multipliziert, dann kommt man auf eine Energieersparnis von knapp 500 Euro
im Jahr. Jetzt haben wir in Deutschland 40 Millionen Haushalte. Wenn Sie das hochrechnen, dann kommen Sie auf 19 Milliarden Euro Einsparung. Einfach nur dadurch, dass Sie die Raumtemperatur um so viel runterdrehen, wie Sie sie ohnehin wärmer erleben, wenn Sie sich mit entsprechenden Leuten umgeben oder wenn Sie an entsprechende Erlebnisse denken, die Sie mal gehabt haben. Das ist ja nicht nix. Metaphern verwenden wir dauernd. Metaphern haben in aller Regel einen körperlichen Bezug. Es kann sein, dass das über Wärme und Kälte geht. Es kann sein, dass es über Bewegung geht. Es kann sein, dass es über körperlich erlebte Emotionen geht. Auf jeden Fall sind sie in aller Regel körperlich vermittelt. Wie geht's denn deiner Freundin? Ach, unsere Beziehung ist ein bisschen abgekühlt. Oder die läuft gerade richtig heiß. Wir verstehen intuitiv sofort, was damit gemeint ist, weil wir fühlen uns kühler, wenn sich jemand kühl uns gegenüber verhält. Und ja, heftige emotionale Wallung, da schießt das Blut in die Adern und wir erleben Wärme. Das heißt, die körperliche Unmittelbarkeit legt diese Metapher nahe, weswegen diese Metaphern eben auch so nahe im Gehirn beieinander sind. Und es gibt Metaphernforscher, die seit etwa 25 Jahren zum Beispiel Bücher schreiben über Fire, Women and Dangerous Things, also über Feuer, Frauen und gefährliche Sachen. Und die darüber sich viel Gedanken machen, wie bestimmte Bedeutungshöfe miteinander zu tun haben, die aufgrund, nicht aufgrund dessen, was man sich so kategorial überlegt, ja, Feuer und Frauen und gefährliche Sachen sind nun wirklich nicht dasselbe, aber manchmal oder in bestimmten Bedeutungshöfen können sie ganz nah beieinander liegen, bei manchen Menschen. Und deswegen kann hier metaphorische Übereinanderlegung sozusagen von Bedeutungen mit entsprechenden Verbindungsherstellungen in unseren Köpfen passieren. Das Ganze passiert vollautomatisch. Keiner denkt darüber nach. Es gibt auch keine Teams, die Metaphern erfinden. Das machen wir alles selber. Und das macht dann die Kultur, in der wir sozusagen baden, dauernd mit uns. Wir lernen das, aber gleichzeitig lernen wir es auch deswegen, weil es von unserem Empfinden her sowieso nahe liegt. Verlassen werden und Wärme, das könnte man ja auch lernen. Aber wir lernen es nicht. Warum? Es fühlt sich nicht so an. Ja? Und heftige Liebe und Kälte könnte man ja auch lernen. Wir lernen es aber nicht. Es fühlt sich nicht so an. Und so geht es mit vielen anderen Metaphern, die wir, weil sie einen körperlichen Bezug haben, so gut verstehen und die deswegen so unglaublich schlagend auch sind und die deswegen eben auch jeder sofort versteht. Sogar Menschen zum Teil aus anderen Kulturkreisen, wir haben da gar keine große Mühe, genau weil Metaphern sich auf unseren Körper, unsere Emotionen, auf uns, auf das sozusagen, was wir wirklich sind, was wir erleben, was wir empfinden, beziehen. Wer hätte gedacht, dass soziale Kälte wirklich kalt ist, dass soziale Wärme sich wirklich warm anfühlt. Ich glaube, wir können eine ganze Reihe von Phänomenen, die uns selbst betreffen, besser verstehen, auch dann, wenn wir die Sprache besser verstehen und wenn wir genau zuhören, wie wir miteinander reden und wie wir miteinander umgehen. Dann verstehen wir uns besser und wenn wir uns besser verstehen über Experimente, über Gehirnforschung, dann kommen wir mit uns besser klar und mit unserem Leben besser klar. Und das ist letztlich das, was Gehirnforschung ausmacht, dass wir uns nämlich selbst erkennen.